Hallo, meine Wussis, zu einer weiteren Folge der 100 Baby Challenge. Ja, Lara ist beschäftigt mit. Ich glaube, sie macht gerade Rührei. Omelette ist fast das gleiche. Sie macht ihre Hausaufgaben. Sie sitzt da einfach nur. Sie war, glaube ich, gerade Pipi machen. Sie geht Pipi machen. Und das Waschbecken ist kaputt. Ich könnte kotzen. Die unterhalten sich parallel. Okay, du könntest danach auch mal aufs Klo gehen. Und ihr könnt ja eigentlich so langsam alle schlafen. Oh, ihr müsst zur Schule. Ups. Ja, also gut. Vor der Schule nochmal schlafen gehen? Ich glaube, das lohnt sich nicht. So, dein Omelette ist jetzt gleich fertig. Danach kannst du mal hier sauber machen und das hier reparieren. Und das gehört da rein. Danke. Du bist gerade unten und machst ein bisschen Sport, um deine Figur zu halten. Wir wollen ja... hallo Batman. Wir wollen ja, dass er den Frauen weiterhin gefällt. Und er nicht immer dicker wird. Aber ich glaube, er wird da seine Figur gut halten können. Was macht sie? Genau, sie putzt jetzt. Er könnte mal einfach hier das aufessen. Müsst ihr nicht zur Schule heute? In 30 Minuten. Ja gut, warum liegst du denn dann im Bett, Madame? Ihr seid alle so ein bisschen müde. Habt ihr die Nacht durchgemacht, meine Lieben? Finde ich ja süß und Hüfte. Sie braucht ihre Hausaufgaben. So. Und das hier kommt in den Kühlschrank. So, mit ihr werden wir jetzt versuchen, endlich mal einen dann hier abzuhängen. Mike hatten wir schon. Michael. Ich möchte, dass Michael vorbeikommt, aber der hat so scheiß Arbeitszeiten, gell? Michael. Wir könnten Mike auch fragen, aber Michael soll der Vater diesmal werden und es muss dringend ein Junge dabei rumkommen. Michael wird gleich da sein, endlich. Denn, rauskommen soll ein Manuel. Und dieser Manuel, der wird ein ganz bestimmtes Kind sein, denn das, wer hat den Geburtstag? Hat er Geburtstag? Denn der Manuel wird ein ganz bestimmtes Kind. Und zwar ist er eins der Wunschkinder, die ja, sich gewünscht wurden halt, ne? Was Wunschkind? Kompliment, du bist auch Sieberin. Also Manuel ist ein Wunschkind, das entstehen soll, der ja. Ich bräuchte dann noch einen Charakter für Manuel. Dann müsstest du Buchstabensalat mir noch sagen, was für einen Charakter er haben soll. Und welches Lebensziel und welchen... ja, und generell so. Gib ihm mal Süßes. Wir werden ihm hier jetzt... Er wird jetzt hier so richtig fertig gemacht. Ein bisschen flirten. Und... ein Kompliment übers Aussehen machen. Und du könntest so lange mal... ach, keine Ahnung, kümmere dich mal um dich selbst. Fleißig lernen. Fleißig lernen. Und... fleißig lernen und das Spiel leckt. Okay, und... flirten. Wieso leckt mein Spiel? So, flirten und süßer Raspeln und jetzt geht's aber an. Hier, Anmachspruch. Das ist nicht dein Bett. Dein Bett ist unten. Merkt ihr das? Okay. Jetzt haben wir hier, glaube ich, haben wir ihn langsam. Kannst ihn nochmal knuddeln. Nochmal flirten. Und gleich dürften wir ihn soweit haben. Einen Kuss hauchen. Er ist hin und weg. Perfekt. Ersten Kuss. Jetzt ist sie auch kokett. Jetzt wird hier... jetzt geht aber los.
Hände küssen. Mich würde mal interessieren, wenn... Das ist immer noch nicht dein Bett. Wenn beide das Fruchtbarkeitssymbol haben... Einen Kuss machen. Ob dann wirklich die Wahrscheinlichkeit auf Zwillinge und Drillinge noch höher ist. Bei Sims 3 war das auf jeden Fall so. Flirt nochmal. Und jetzt kannst du ein Baby machen mit ihm. So, was stört dich denn jetzt? Dass der dreckig ist? Dann wisch es auf! Du sollst es ignorieren, wie auch immer das jetzt war. Eine Duschen hättest du jetzt auch können. Gehst mal duschen. Okay, die haben jetzt Spaß zusammen. Das Troll. Ah, Jenny war es, okay. Hätte ich vielleicht auch drauf achten sollen. Wenn du müde bist, dann geh hier schlafen. Du warst gerade... Egal. Ich hab nichts gesehen. Okay, wenn sie jetzt den nächsten Braten in der Röhre hat... Oh, hat er aber tolle Sachen zum Schlafen an. Er hat richtig tolle Sachen zum Schlafen an, ey. Sie müsste dringend mal was essen und trinken. Der Teller steckt hier immer noch drin. Das ist einfach der magische Teller. Weißt du was, wenn du damit fertig bist, kannst du diesen magischen Teller auch mal wegräumen. Der da immer noch drin steckt. Und du kannst beanspruchen. Ich finde das, dieses Beanspruchen, ich weiß auch nicht, irgendwie... Keine Ahnung. Leckt die das Bett ab oder was? Ich mein's aber. Oder was macht die da? Geht aber voll ab bei ihr, ne? So, gehst jetzt Pipi machen. Und dann wird nochmal Baby gemacht. Nein, du solltest jetzt Pipi machen. Ja, dann machst du halt einen Schwangerschaftstest. Ich will auf jeden Fall mal, dass da jetzt langsam mal Zwillinge oder Drillinge rauskommen. Ja, das kann doch nicht wahr sein. Ich wollte gerade sagen, seid ihr gerade verbuggt oder was? Okay, er schläft gerade. Denen geht's allen so richtig scheiße, weil die total müde sind. Aber sie ist trotzdem glücklich. Interessant. Komm, so ein paar Zwillinge oder Drillinge, Michael. Weil wenn er es schafft, Zwillinge zu bekommen, dann heißt eins davon Manuel, wie versprochen, ne? Manuel. Und das andere könnten wir dann noch beliebig benennen und... Ja, ne? Wo sind eigentlich meine Namenszettel schon wieder? Ah, hier, okay. Nochmal Feuerwerk. Jetzt ist aber gut hier. Jetzt habt ihr genug Feuerwerk. Hier, mach mal den Schwangerschaftstest. Wie ist die Dalli? Und? Hat er den Braten in die Röhre geschoben? Okay. Irgendwas stinkt hier. Was stinkt denn da? Sie selber stinkt nicht, oder? Oder stinkt er? Sie sitzt einfach auf dem Klo und hält ihn mit. Hey Junge, hey! Du hast mir den Braten in die Röhre geschoben. Und er denkt sich so, yay! Wenn sie auf dem Klo sitzt. Toll. Ja, flirtet hier noch ein bisschen. Wie wär's, wenn du was isst, Madame? Und er schläft immer noch. Ja, komm, so langsam kann er mal aufstehen, ne? So, dann räumst du den Teller mal weg. Er ist einfach, er steht einfach auf und denkt sich so, ja, jetzt bin ich kokett. Geht er schon? Er soll noch nicht gehen. Hallo? Du sollst noch nicht gehen. Nein, ich wollte doch mal mit dir schlafen. Um sicher zu gehen, dass Zwillinge oder Drillinge bei rauskommen. Manu, jetzt bin ich traurig. Schade. Okay, das können wir wegräumen. Er holt jetzt den Teller von oben. Was hat er für Bedürfnisse? Er könnte auch was essen. Kannst du danach mal was essen? Und sie kann dann mal hier bewässern. Alles ernten und bewässern und weiterentwickeln. Was ist weiterentwickeln? Egal. Und düngen. Normal. Normal.
Da komm, düngst du das mal mit einer Erdbeere. Das Gewächs. Da ist ein Ex-Vati. Die Kinder müssen gleich aus der Schule wiederkommen, oder? Oh, und wir müssen dringend noch Kuchen backen. Da war ja was. Er sitzt einfach nur so, guckt sich voll creepy an. Was ist da los? Er guckt sich einfach die ganze Zeit so creepy an. Das ist einfach mega creepy. Dann sitzen sie beide einfach fast nackt am Tisch. Was ist da los? Okay. Sie gießt einfach unsere kleine Blume. Ups. Ja, halt die Schnauze. Okay, meine Nase läuft ein bisschen. Das ist echt unangenehm. Er isst gerade noch. Sie könnte mal schlafen gehen. Ich glaube, wir lassen sie gleich erstmal schön baden gehen. Das wäre mal eine schöne Abwechslung. Die Kinder müssen alle dringend ins Bett. Was hat er eigentlich mittlerweile... Hat er genug? Nein, hat er nicht. Können ihn mal kalt duschen lassen. Jemanden kennenlernen. Am Spiegel frisch machen. Hier, komm. Erfrischen. So, wir wollen nämlich, dass er auch das Fruchtbarkeitssymbol bekommt. Bewässern. Hat sie gerade mit der Pflanze gesprochen? Okay. Ja, was kann man denn noch so machen lassen? Sie geht... Ja, komm, sie darf eine Runde pennen. Mit ihm sammeln wir jetzt gerade noch so ein paar... Eine Freundschaft schließen, jemanden kennenlernen. Naja, komm, dann mache ich ja... Geh kalt duschen. Denn es fehlt noch ein bisschen was, bis er die gewisse Anzahl voll hat, die wir brauchen. Die Kinder müssen doch jetzt langsam mal aus der Schule zurückkommen, oder nicht? Oder nicht? Soll sie Olivia mit nach Hause bringen? Nee, heute nicht. Heute keine Olivia. Was stört dich denn? Du hast Schmerzen vom Training. Juckt mich nicht. Geh pennen. Gehst du bitte in dein Bett? Hallo? Okay, ihr geht jetzt bitte erstmal alle schlafen. Du gehst schlafen. Du gehst schlafen. Du gehst schlafen. Und du gehst auch schlafen. Das mit dem Spaß ist mir gerade scheißegal. Du sollst schlafen gehen. Schlafen. Okay. Du lässt sie in Ruhe. Du backst dir jetzt einfach mal... Oh nein, nee, warte. Entschuldigung. Autschi, das tat weh. Oh, tat das weh. Der hat richtig gesägt im Kopf. Du kannst hier mal schlafen gehen. Und du wachst mal auf. Und damit spielst du jetzt nicht. Du... Ja gut, die liegt da einfach mitten im Weg. Wo bist du? Ach, sie ist immer noch nicht zu Hause. Ah ja gut, ne? Sie liegt da einfach. Das ist natürlich auch immer top. Eine super Voraussetzung. Kokette Herzkekse backen. Nein, kochen. Wir brauchen Geburtstagskuchen. Und zwar gibt es heute... einen blauen Konfettikuchen. Was bist du denn? Bruno. Boah, mit Bruno müssen wir auch mal ein Kind haben. Okay. Sie geht mal schlafen. Das hat sie nötig. Sie ist gerade auf dem Weg ins Bett. Da laufen zu viele Kinder rum. Okay. Die Kinder müssen alle mal eine Weile schlafen. Denen geht's allen so richtig scheiße. Aber es ist jetzt Wochenende.
Sie kocht einen Kuchen für. Moment, wer von euch darf jetzt nochmal altern? Du darfst nicht altern. Du darfst auch nicht altern. Du darfst altern. Und du darfst. Oh, sie darf. Sie zieht endlich aus. Boah, bin ich froh drum. Und sie darf noch altern. Vielleicht schaffen wir das sogar diese Folge noch. Das wäre natürlich cool. Ja, dann haben wir zwei Kinder und ein Tidi immer noch. Und eventuell mal Zwillinge oder Drillinge. Ich fände das so geil. So, jetzt kannst du hier mal Geburtstagskerze hinzufügen. Und sie liegt im Bett. Die sind beide, können noch eine Weile liegen bleiben, glaube ich. Ein ganz kleines bisschen. Tschüss. Jetzt gehen sie alle schlafen. Stopp, halt. Du stehst auf und gehst die Kerzen auspusten. Das war voll bedrohlich. Egal, juckt mich nicht. So, du gehst jetzt die Kerzen auspusten. Ein bisschen Dalli, Madame. Und ja, okay. So, sie kriegt jetzt noch. Was passt denn dazu? Kreativ. So. Du guckst jetzt Kanal schauen, den Comedy-Kanal, damit dein Spaß was hochgeht. Und dann gehst du hier Kerzen hinzufügen. Das ist mir gerade scheißegal. Mädel, beweg dich. Ich will das diese Folge noch tun. Und dann werden wir sie nächste Folge umstylen. Kerzen auspusten. Hier sitzen, bitte, Madame. Und? Oh. Oh. Also sie wird hier begabte Malerin. Das war doch Malerin, oder? Was passt denn dann noch zu Malerin? Gibt es hier irgendwie so ein kreatives Ding so zu malen? Ich glaube nicht, oder? Bücherbaum, gut, mit realistisch. Nö. Irgendwie nicht. Weil das so gut passt, finde ich, zum Malern, kriegt sie noch Spinnerin mit dazu. Also, mit ihr haben wir echt einen relativ hübschen Sim, der nur verdammt dünn ist. Boah, ist sie dünn. Du kannst hier mal den aktuellen Kanal schauen. Kann das jetzt mal aufhören? Hallo? Nimm dir mal was zu essen. Du nimmst dir auch mal was zu essen. Hallo? Geht das jetzt auch mal weg? So, du gehst mal essen und mal Pipi machen. Stehst auf. Und du isst was. Und dann aktuellen Kanal schauen. Er geht einfach mal Pipi machen. Und sie ist gerade baden. Wow, okay. Das ist auf jeden Fall eine harte Angelegenheit, dass alle Sims ziemlich down sind gerade. Das heißt, wir werden jetzt nächste Folge erstmal alle Sims wieder aufbauen. Also alle Kinder, die Erwachsenen, die gehen ja. Und dann würde ich mal sagen, ist er nochmal dran mit seinem Vaterkram. Steh mal auf. Gerade mal eben einen Blick auf seinem. Hat er mit Bella rumgemacht? Ich glaube, mit Bella hat sie nicht rumgemacht. Das heißt, wir können mal besuchen gehen und dann gehen wir ja auch so mit Mortimer so ein bisschen höher. Dann können wir nämlich Mortimer auch mal einladen.
Ja, auf jeden Fall gucken wir gerade mal eben. Zack, seinen Stammbaum. Er hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Kinder. Lucas Pancake. Sieht aber komisch aus. Wer ist denn neu? Nadine Pauls ist neu. Also älter geworden. Ah, sie war von Jenses Kind. Alter, dafür, dass er so fett ist, ist sie aber echt dünn. Alter, sie ist Ah, dafür du echt dünn. Sascha. Boah, hat sie ein Kreuz. Boah, ist sie dünn. Alter. Dass da sowas bei rumkommt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, bis zur nächsten Folge. Ich bin voll verstört gerade. Entschuldigung. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.